Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich grüße euch. Heute werde ich das Gewinnspiel auflösen. Es ist nämlich der zweite und es endete ja am ersten. Das Thema ist auch schon geschlossen. Das werde ich nochmal kurz öffnen, damit ich den Gewinner dann auch in das Forum schreibe. Aber ihr bekommt ihn jetzt zu hören und ich werde ihn noch jetzt auslosen. Wir sind hier im Zufallsgenerator von Google und der wird entscheiden, welcher Post gewonnen hat. 185 Teilnehmer gibt's. Ich bin da mit drin. Ich wäre die 1. Die nehmen wir mal raus, weil ich kann ja nicht gewinnen, Freunde, obwohl ich mich so freuen würde über den Computer. Seid ihr bereit? Achso, 1 von 10, das wäre ein bisschen unfair. Also 2 bis 185. Der letzte Teilnehmer übrigens, der hat am 1. März um 23.54 Uhr, also 6 Minuten vor Schluss, hat er noch mit teilgenommen. Ich muss sagen, echt krasses Timing. Ich bin schon ganz aufgeregt. Bin ich eigentlich nicht. Wir machen generieren und wir haben die Zahl 107, Post 111, noch eine Seite zurück und hier müsste dann irgendwo sein 101, 102, 103, 104, 105, 106 und wir haben gesagt Post 107 und Post 107 ist CHFFERNA. Ehre, dass du so solche Aktionen machst. Cheferna, ich schreibe dich an. Per E-Mail. Du hast gewonnen. Da ist alles im Übrigen auch wieder gesponsert. Und zwar von CDK Deals. Die Rechner sind ja jetzt nicht nur ausschließlich aus gebrauchten Teilen zusammengefriemelt. Zumal ich die gebrauchten Teile zum Teil auch bei eBay gekauft habe. Da habe ich euch ja im letzten Video darüber aufgeklärt. Habe auch ein bisschen was Neues gekauft. Reingesteckt in den Rechner hatte ich jetzt 260 Euro. Hatte ich ja, glaube ich, im letzten Video gesagt. Und hat auch vom Zuschauer noch das Gehäuse und die Lüfter bekommen. Und dann auch selbst ein bisschen was reingesteckt, was ich halt so auch noch bekommen hatte. Das Windows 10, das ist dann halt von CDK Deals. Da könnt ihr wie immer mit dem Gutscheincode SM20 da euer Lieblings-Windows kaufen, was ja immer nur Windows 10 Pro ist, das sagen zumindest die Statistiken. Mit dem Schlüssel könnt ihr im Übrigen auch auf Windows 11 upgraden, sofern das System das zulässt. Bei dem System geht das jetzt im Speziellen nicht, da gehen wir später nochmal drauf ein. Jetzt aber zeige ich euch erstmal das nächste Projekt, zumindest in groben Zügen. Also ich zeige euch jetzt mal das Ausgangsmaterial. Ich habe den nächsten Rechner also schon organisiert, der umgebaut werden soll. Und das ist dann... Das ist dann der hier. Upa, jetzt wäre mir fast weggekippt. Der ist ja noch voll mit Technik, Freunde, und zwar mit der alten Technik, die ich dann halt upgraden will. Aus der Kiste hier, Freunde, baue ich dann einen waschechten Gamer-PC. Schaut mal, da ist vorne sogar noch so ein, was weiß ich wie viel, in One Laser dabei. Die können wir auch drin lassen. Hier ist noch ein CD-ROM-Laufwerk dabei. Und noch zwei zusätzliche Schächte, ne, für noch mehr CD-ROM-Laufwerke. Das Case sieht jetzt natürlich mega Office-Rechner-mäßig aus. Vor allem, das erinnert mich irgendwie eigentlich an Dell, an alten Dell-Systemen. Aber mach mal auf und guck mal, was drin ist. Und was wir daraus machen können. Keine Rändelschrauben, ich muss hier noch richtig mit dem Schraubenzieher ran. Okay, Freunde, das ist hier das Ausgangsmaterial. Hier bin ich mir unsicher, das mit dem Netzteil, das hat nämlich 400 Watt, was man da jetzt noch draus machen kann. Wir sehen hier einen wunderschönen, cooler Masterkühler. Der hat auf jeden Fall Potenzial. Ein Intel Xeon E3 1220 Version 3. Ist ein Quad-Core mit 3100 MHz bzw. 3500 Boost. 8 MB Level 3 Cache. Schicker Cooler Master, wie gesagt. Also ich denke mal, der reicht auch für das Maximum, was das Board hier hergibt. Das Board ist offensichtlich von Asus, steht ja hier auf den Chips als Kühler. Ich sehe ja SATA 3, M2 gibt es hier auf dem Board leider noch nicht. Müsste man also darauf verzichten, aber man kann schon mal, ne klar, die Festplatte rausschmeißen und eine fette SATA reinbauen. Hier ist eine SATA offensichtlich, aber das ist eine ganz kleine. 128 GB, das ist eine SanDisk. Fliegt raus, was soll ich mit 128 GB? Das ist dann auch Blödsinn. Wenn ich so ein System verschenke, dann ist es auf jeden Fall vernünftig. Das Mainboard ist ein B85M-E. So, das Netzteil, Wortmann AG, habe ich noch nie gehört, das 80 plus Bronze. Die Grafikkarte, das ist eine Radeon R7 360. Und wir haben, wie man sehen kann, 8 GB Arbeitsspeicher. Was heißt, wie man sehen kann? Man sieht es ja nicht, deshalb sage ich es euch. Das sind halt 2 GB Riegel. Schaut mal, was der Vorgänger verbaut hat. Corsair XMS3. Das ist DDR3 Speicher. 1600 MHz. Timings 99924. 1,65 Volt, das ist aber ordentlich, wa? Dann haben wir alles. Ja, hier ist noch eine HDD drin. Das ist ein Terabyte Seagate Barracuda. Hab ich schon ewig nicht mehr gehört. Und wir haben noch einen DVD-Brenner. Ja, Betriebssystem soll hier natürlich dann Windows 10 Pro drauf. Ist tatsächlich auch drauf, aber da werde ich dann einen neuen Key brauchen und den, ja, kommt dann halt auch wieder von CDK Deals. Da blende ich euch auch nochmal was ein, Freunde. Das war es dann aber auch gewesen. Wie man das Ganze halt kauft, wie man den Gutschein
Gutscheincode eingibt. Ihr findet ja wie immer auch die ganzen Verlinkungen unten in der Videobeschreibung, was es dann halt im Endeffekt kostet, wie ich den Key halt auch immer überprüfe und natürlich, dass die Keys dann halt auch funktionieren, indem ich sie da halt mal eingebe und das dann halt einfach testen und damit halt einfach Windows aktivieren. Im Übrigen auch immer, meine Tests waren ja immer Windows 11. Ich habe mit dem Windows 10 Pro Key immer Windows 11 aktiviert. Das funktioniert alles problemlos. Schön. Haben wir das jetzt auch nochmal abgefrühstückt? Jetzt haben wir das System erstmal so besprochen, wie es halt im Moment ist. Also das Gehäuse will ich auf jeden Fall übernehmen. Das 400 Watt Netzteil erstmal auch. Macht ja auch soweit einen ganz guten Eindruck. Das System ist auch gepflegt. Ich glaube, das war von einem Gamer gewesen ursprünglich. Das ist das von meinem Bruder. Der hat ja von mir ein neues bekommen. Auch aus alten Teilen. So, Freunde, ausgelassener Erotik. Das habe ich bisher gekauft, aber hier fehlt was. Genau, natürlich. Der Prozessor. Also, das ist ja alles, auch wenn es so nach aussieht, aber hier ist viel Gebrauchtes dabei. Das ist jetzt erstmal der Plan. Das soll rein. Also, der Xeon wird ersetzt gegen ein Intel i7-4790. Kein K. Die Festplatte wird dann eine Silicon Power. 1 Terabyte. Speicher, der fliegt komplett raus und ich mache hier 16 GB Patriot rein. Auch DDR3 ist dann aber halt 16 GB, ne? Also 2 Achter. Bisher haben wir ja 8 GB drinne, ne? 4x2. Und ich will aufrüsten. 8 GB, ne Gamer-Rechner. Die alte Radeon RX kommt raus. Die soll rein. Ist ein GeForce GTX 1070. Also da ist wirklich auch das drin, was da drauf steht. Super gepflegt, die Grafikkarte. Der Vorgänger hat noch Wärmeleitpaste, alles neu gemacht. Oh, ich sehe gerade die 1070 OC Edition. Das heißt, die dürfte schon ein bisschen höher getaktet sein. Ich habe mir den Prozessor gar nicht angeguckt, erstmal geguckt, ob es der richtige ist. Aber ja, es ist der i7-4790. Ohne K. Das ist beinahe der leistungsstärkste. Der leistungsstärkste wäre mit K, aber der wäre halt gleich preislich deutlich höher gegangen. Wisst ihr jetzt also schon mal, welche Config dann in den neuen Gaming-Rechner rein soll, wenn ich fertig bin, das Ganze umzubauen? Ich weiß nicht genau wann. Wenn ich fertig bin mit dem Umbau, mache ich dann nochmal ein Video, Freunde, wie es dann halt aussieht, das System. Vor allem auch die Leistungsdaten, weil in der Config wird es echt spannend. Den Gaming-Rechner, den ich heute verschenkt habe, ne, ist der glückliche Gewinner. Cheferna. Der ist ein Ticken schlechter. Da ist der i7-3770 drauf mit 16 GB DDR3 Speicher, vernünftigen Gamer Mainboard, 1 TB SSD und die RX 590, glaube ich. Und hier sind wir dann ein bisschen besser dran. Schaut euch das mal an, mein Tisch hier, das ist einfach nur Gamers Paradise. Und ja, das ist es dann. Ja, das Schmuckstück ist auch größer als die 1060 Super, die ich meinem Bruder eingebaut hatte. Und in einem absolut beneidenswerten Zustand. Sieht einfach mal aus wie neu. Also hier wird sich der Gewinner von den Gaming-Rechnern auf jeden Fall freuen können. Das ist ein geiles Teil. Und ich bin super gespannt, wie dann die Benchmark-Ergebnisse ausschauen werden. Und vor allem, wie Battlefield dann halt läuft. Battlefield 5. Gesamtkosten, was ich jetzt bezahlt habe, habe ich bisher noch nicht durchgerechnet. Ich weigere mich. Im Übrigen noch so eine kleine Story so am Rande. Zu den i7-4790 war auch noch ein Kühler dabei, den brauche ich jetzt weniger, und 8 GB DDR3 Speicher, den brauchte ich nun auch nicht, weil ich hatte halt schon ein Kit bestellt und der war aber halt dabei, weil es war der günstigste i7 gewesen und da waren halt diese Sachen dabei. Okay, durch Zufall schreibt mich dann ein alter Kollege an und sagt und fragt halt, hat einer von euch zufällig irgendwie noch DDR3 Speicher rumliegen? Und ich dann so, durch Zufall habe ich den tatsächlich und er brauchte exakt halt einen 8 GB Riegel. Ein Achter hat er schon gehabt, wollte aber Hogwarts Legacy spielen und 8 GB ist eine Katastrophe. Und er kam dann noch vorbei in den gleichen Abend, wo ich ihm die Zusage gegeben habe, er hat sich den Riegel abgeholt und eine Stunde später war er wieder online gewesen und hat halt dann halt Hogwarts Legacy dann mit 16 GB wesentlich flüssiger spielen können. War ein mega Zufall gewesen. Wie gesagt, ich habe es nicht gebraucht. Ich brauchte ja nur den Prozessor. Aber der Kollege hat sich halt mega gefreut. Schön. Wie gesagt, ich werde das alles mal zusammenbasteln. Mal gucken, wie es läuft. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Was die Config angeht, den 4790 mit einer 1070, 16 GB DDR3 in einem 2-8er-Kit. Und dann eben mit der, was war das gewesen? Silicon Power SATA 3 1 TB SSD. Also ich sehe eigentlich wirklich dann hier ein geiles System, mit dem man dann einige Games flüssig zocken kann, Freunde. Dürfte, wie gesagt, leistungsfähiger sein. Ich gratuliere nochmal Cheferna und tut mir leid an alle diejenigen, die halt jetzt nicht gewonnen haben, aber ihr könnt jetzt noch ein zweites Mal teilnehmen und habt wieder die Chance auf einen sogar noch besseren Gaming-PC. Aber ich kann natürlich nicht allen einen Gaming-PC schenken, Freunde. Wie gesagt, ich wollte ursprünglich eigentlich nur ein Zeichen setzen. Man kann halt aus alten Teilen, kann man auch nochmal sich einen neuen Rechner zusammenbauen. Man muss nicht ständig losheizen und sich neue Systeme kaufen, zumal die auch nicht immer besser sind. Wenn man sich ein bisschen auskennt, ihr könnt euch ein gebrauchtes System bei eBay kaufen und es gezielt aufrüsten. Aber es geht ja nicht nur darum, alte Systeme vorm Schrott zu bewahren, obwohl die eigentlich noch leistungsfähig genug wären. Es geht ja auch darum, den Geldbeutel zu schonen.
indem man sich halt nicht ständig irgendwelchen neuen Krimskrams kauft. Man kann ja auch unter Umständen sein altes System halt nochmal aufrüsten, was ich ja hier im Prinzip ja auch mache. Manche, die kaufen sich ein neues System, hätten aber eigentlich noch Potenzial beim alten. Ein Prozessor nur mal wechseln oder halt nur die Grafikkarte wechseln, hier meinen Speicher aufrüsten. Manchmal hat das System auch einen Flaschenhals, man weiß nichts davon, wenn man sich damit nicht auskennt. Dann kauft man sich wieder was Neues, was aber auch eine unausgegorene Technik ist. Ich danke euch mal fürs Zuschauen, Freunde. CDK Deals Sponsor danke ich natürlich und verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, ciao.